Seit 3 Jahren spielt der Münchner Valentin Sponer Fußball in Kalifornien. Dank eines Stipendiums kann er dort studieren, aber auch gleichzeitig hochklassigen Sport betreiben. Und das extrem erfolgreich. Und jetzt ist er mir zugeschaltet. Valentin, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Servus, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Ja, ereignisreiche Jahre liegen schon hinter dir. Du spielst in den USA Fußball. Wie kam es denn dazu? Ja, ich war in München auf einer Schule, auf der Fußballschule beim Theodor-Linden-Gymnasium. Und da kamen ganz oft Agenturen vorbei, die uns berichtet haben von Sportstipendien in Amerika. Und so als Zweitweg neben dem Profifußball oder was halt viele Jungs als Ziel haben, war es schon immer eine gute Idee. Und dann habe ich halt einfach angefangen, mit denen zu reden, dass ich deshalb dann ein Angebot vom Verein vorliegen habe und auch ein Angebot aus Amerika und mich dann entscheiden kann, was der bessere Weg für mich wäre. Eigentlich die ideale Voraussetzung quasi. Was sind denn deiner Meinung nach so die Vorteile, wenn die Uni so eng mit dem Sport verknüpft ist, weil du ja auch studierst? Ja, auf jeden Fall, das Akademische wird nicht vernachlässigt. Also wir haben sehr viele Spiele in der Saison, auch unter der Woche. Wir sind zum Teil am Mittwoch nach Las Vegas geflogen und haben dann 2, 3 Schultage verpasst oder Unitage. Und die Professoren unterstützen halt einen komplett, schicken einem per E-Mails die Sache. Man darf die Tests auch auf den Auswärtsfahrten machen. Also das ist eben sicherlich der Vorzug, dass man halt in der Klasse ist und an der Uni ganz normal studiert und das Fußball nicht darunter leiden muss, was in Deutschland ich halt als eher problematisch gesehen habe. Deswegen habe ich ja auch den Schritt nach Amerika gemacht. Ja, so funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Vom Fußballerischen her, findest du, es gibt Unterschiede zwischen dem College-Fußball, den du in Kalifornien spielst, und dem Fußball, den du aus Deutschland kennst? Ja, ist schon auf jeden Fall, am Anfang war es eine Umstellung. Aber es ist auch, muss man sagen, eine Umstellung von Nachwuchsleistungszentrumsfußball zu Herrenfußball. Wenn man dann in die 4., 5. Liga kommt, ist auch ein ganz anderer Spielstil. Und in Amerika war es auch ein anderer Spielstil, also körperlicher auf jeden Fall. Und dann gibt es sehr große Unterschiede innerhalb der Ligen. Viele sind halt technisch noch nicht so stark wie die NLZs in Deutschland. Aber die ganz guten Teams, die haben auch fußballerisch viel drauf. Und dann kann man auch, die spielen auch sehr europäisch, also muss man auch sagen. Du hast selber auch in München bei den ganzen Profimannschaften gespielt. Du hast bei 60 gespielt, bei Haching, auch bei Bayern. Ist das für dich nochmal so ein Ziel, wenn du jetzt zurückkommst, dass du sagst, okay, vielleicht klappt es dann hier auch wieder in den Profifußballbereich reinzukommen? Ja, ist auf jeden Fall ein Ziel. Man muss natürlich gucken, wie es passt, die Situation. Wenn man zurückkommt, beim Fußball geht es auch immer viel darum, was braucht ein Team gerade? Brauchen sie deine Position? Passt du ins System des Trainers? Auch mit viel Glück verbunden in der Hinsicht, ob halt einfach das Timing richtig ist. Aber ich hätte damals den Schritt machen können, diese zweite Mannschaft von 1860 München, die damals 4. Liga bzw. 5. Liga gespielt haben. Und jetzt, wenn ich zurückkomme, denke ich, dass ich mich weiterentwickelt habe und immer noch auf dem gleichen Niveau oder sogar besser spielen könnte. Also wer Profi zu werden, ist immer noch ein Ziel von mir und auch sehe ich immer noch als realistisch an, auf jeden Fall. Jetzt hast du noch ein Jahr in den USA. Was sind denn so deine Pläne? Bleibst du am gleichen College? Wechselst du woanders hin? Wie sieht so dein letztes Jahr am College in Amerika aus? Ja, aktuell bei mir muss leider noch mal ein Wechsel her. Also ich war bei St. Mary's College of California, wie es jetzt auch eingeblendet ist, war ich total zufrieden und wir hatten 2 mega starke Saisons. Auch unsere Liga gewonnen, 2-mal in Folge, was für die Uni ein Riesenerfolg war. Aber durch eine Verletzung, die ich leider hatte jetzt am Anfang des Jahres,
war ich jetzt daheim für ein halbes Jahr, habe hier meine Reha, meine Operation, alles bekommen und bin jetzt wieder voll auf dem Weg, topfit zu werden. Und ja, dazu gab es halt dann Unstimmigkeit mit dem Trainer, aber da habe ich halt meine Gesundheit an allererster Stelle gestellt, weil die das halt auf der Universität nicht ganz in den Griff bekommen hatten mit meiner Hüfte. Und deswegen bin ich gerade in Kontakt mit anderen Top-Unis, die auch in einer anderen Region liegen, auch eher an der Ostküste. Und da freue ich mich auf eine neue Chance. Ich habe mich noch nicht entschieden, wo ich hingehe, aber ich habe zwei, drei, vier super Angebote, wo ich auch ziemlich weit mit den Gesprächen bin und muss halt innerhalb der nächsten Wochen noch mich festlegen, was am besten zu mir passt fürs letzte halbe Jahr. Klingt auf jeden Fall nach einigen Optionen. Wir drücken die Daumen, dass es dann auch für das College klappt, wo du im Endeffekt auch hin willst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Servus. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie zugesehen haben und bleiben Sie gesund.